Hier seht ihr noch ein weiteres Beispiel eines Lochs im Socken. Hier seht ihr, das ist so ein Socken, den ich immer im Büro trage. Und da habe ich hier seitlich ein kleines Loch. Ja? Und da ist ganz wichtig, dass man, bevor dieses kleine Loch größer wird, schon was unternimmt, weil wenn es mal richtig groß ist, dann könnt ihr den Socken wegwerfen. So, im nächsten Video zeige ich euch, wie ich das dann auch mit dem Stopfpilz bearbeite.